VfX Abschiedsshow. Alles außer Pit, keine Option. Ein letztes Mal dieses ikonische Banner. Das ist einfach viel zu voll. Stop, stop. I just don't want someone to get really hurt. No, 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 this person's like not even conscious. Bin ich froh, dass ich da war. Herzliche Grüße aus Hannover. Ich bin gestern erstmal nach Hannover gefahren, noch nicht so genau wissen, zu welcher Veranstaltung ich heute fahren werde. Hä? Denn es ist sowohl NoFX Abschiedsshow hier auf dem Open-Air-Gelände vorm Faust, als auch Tool, die in der Zap-Zack, was auch immer Arena spielen. Ich habe dann eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet und ihr wolltet, dass ich zu NoFX gehe. Außerdem will ich den alten Herren natürlich auch noch angemessen Tschüss sagen, bevor sie sich in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Tool, hoffe ich, sehe ich irgendwann auch mal live. Habe ich halt noch nicht live gesehen. NoFX schon. Drei. Aber es ist halt die letzte Chance und deswegen dachte ich mir so, ja. Ich habe auf Kleinanzeigen dann auch mal geguckt und es gab so viele Tickets noch. Deswegen habe ich jetzt auch eins geschenkt bekommen. Zumindest ein Foto davon und ich werde jetzt einfach mal probieren, ob ich damit reinkomme. Wir sehen uns im Pit. Wobei, nee, wir sehen uns wahrscheinlich erstmal auf dem Klo. Ich habe gerade Kump hier gegessen und... Das hat ja mal wieder super geklappt. Kostenlos. Und hier sind wesentlich mehr Leute, als ich gedacht hätte. Ich muss sagen, dass ich diese No-Shirt-No-Service-Policy sehr begrüße. Es sind echt viele Leute gekommen, um Tschüss zu sagen. Ey. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großes Event ist. Aber wenn man sich so umguckt, gehöre ich auf jeden Fall zu den Jüngsten, die anwesend sind. Aber gut, ne, bei einer Band, die 41 Jahre alt ist, ist es vielleicht auch nicht so verwunderlich. Ich bin jetzt noch mal rausgegangen, weil da drinnen ist es echt mega voll. Ich war ja auch letztes Wochenende beim Sputnik Spring Break. Das war ziemlich geil, aber leider habe ich mich da auch ein bisschen erkältet. Deswegen mal gucken, wie doll ich heute machen kann. Aber ich denke, bei NoFX ist alles außer Pit keine Option. Vorher werde ich es ein bisschen ruhig angehen lassen und vielleicht hier draußen noch ein bisschen chillen. Weil ich finde auch, Hannover hat von allen Punk & Drop League Abschiedsfestivals, Konzerten, was auch immer, das schwächste Line-Up gekriegt. Ich hätte es zum Beispiel ziemlich geil gefunden, wenn Itchy hier auch dabei gewesen wären oder die Donuts wie in anderen Städten, aber es war glaube ich in Spanien und Holland oder so. Ich meine, ich darf mich sowieso nicht beschweren, ich habe das Ticket geschenkt gekriegt. Von daher ist heute alles irgendwie Bonus und ich freue mich einfach, ein letztes Mal dabei sein zu können. Ticket-Mafia ist auf jeden Fall auch am Start. Ich habe vorhin schon gesehen, wie sie ihre Geldscheine gezählt haben. Aber es gab halt im Vorfeld auch einfach noch so viele Tickets auf Kleinanzeigen. Deswegen habe ich meins auch geschenkt bekommen. Ich habe einfach wieder auf Kleinanzeigen jemanden gefragt, ob er mir ein Bild schicken kann. Ich ihm 10er schicke. Er meinte, ja, lass gut sein, passt schon. Also ziemlich optimal gelaufen. Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, nicht zu Tool zu gehen. Are you sure about that? Das ist halt besonders krass, wenn man bedenkt, dass die Abendkasse einfach 95 Euro kostet, Alter. Und das für 6 Bands oder so, ist schon ein steiler Preis. Da kann man sich ja glatt fragen, ist das noch Parkour? Was man aber sagen muss, was man Hannover hätte schlechter treffen können, ist die Albumauswahl, die sie spielen. Das Konzept ist ja 40 Jahre, 40 Städte, 40 Songs. Und dafür spielen sie immer 3 Alben komplett. Und die Alben, die sie hier spielen, sind White Trash, Two Heaps and a Bean, Wolves in Wolves Clothing und So Long and Thanks for the Shoes. Ich wüsste nicht, was ich lieber hören würde. Vielleicht noch das Self-Entitled Album, weil das finde ich echt richtig geil. Aber ansonsten top. With a swift kick to your ass. Everybody doing all right? This next one is called When the Shit Hits the Fan.
musikalisch war es nicht ganz so meins, so wie bisher alle Bands. Aber seine Dreads, die fast bis zum Boden gehen, sind schon beeindruckend. Sie haben auf jeden Fall auch gute Stimmung gemacht. Im Pit ging es ganz schön zur Sache schon. Ne? Ich bin gespannt, wie das jetzt bei NoFX wird. Aber bislang haben alle ihre Shirts noch anbehalten. Ein letztes Mal dieses ikonische Banner. Die hat auf jeden Fall den besten Platz im Haus gesichert. Wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen die Ärzte sehen. Wir wollen die Ärzte sehen. So this is going to be just marvelous. We are hoping to underwhelm you. Tonight we're going to play some songs that we forgot to practice. Don't you love when that happens? That's keeping it real. Thanks for coming to our last show. Introducing, I can't remember your name. Stan Lee. Everybody. Es ist einfach viel zu voll. Somebody's hurt. Oh, we're helping somebody who fell. Did somebody fall? Because none of us said ha-ha. Look, they said they're down. They're down. Wir haben gerade mal 5 Lieder geschafft. Es sind schon 100 Leute umgefallen. Und ich habe 8 Bier abgekriegt. Why don't you let the people in the back have a chance to fall over? I thought you were all about equality. I just don't want someone to get really hurt. Don't forget. So if there's a problem, tell us, because it's dangerous. Alter, ey, dieser Pit ist wirklich nur anstrengend. Es schafft irgendwie niemand so richtig stehen zu bleiben. Das ist schon hart nervig. Ich gehe jetzt erstmal weiter hinter, weil du kannst das Konzert so einfach gar nicht genießen. Es ist ein bisschen zu voll und die Leute sind auch ein bisschen zu voll. I'm nervous, I see people fall down and inside I'm laughing. It makes the wrong drugs. But I'm thinking, oh my god, we could get sued for that. Das ist jetzt wahrscheinlich das 5. Mal, dass sie einen Song abgebrochen haben, weil in der Mitte irgendwelche Leute hingeflogen sind. Oh. Get him out of the pit. No, this person's like not even conscious. Oh, no. Unangenehm. You know what? If we just play short songs, everyone will be okay. Can't you guys just do the pogo instead? You just did this. Like the remote. Das ist echt einfach. Richtig scheiße, dass ständig irgendwas ist, dass sie die Songs abbrechen müssen. Are you seeing the Pennywise thing? It actually goes like this. It goes, no, 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 no effect. Ich habe endlich einen Platz gefunden, wo das Konzert Spaß machen kann. Crazy about being a human.
song was is about George Bush, because we thought that was bad. Und wieder abgebrochen. You guys don't get a lot of punk rock around here, right? You know what? We're not going to play any more good songs. That's the problem. Is he up yet? It's the metalhead, right? It's the fucking metalhead. Look at your fucking haircut, dude. That's why you deserve to get stepped on. Hey. Es gibt jetzt 5 Minuten Pinkelpause. Die alten Herren haben nicht mehr so eine starke Prostata, wie es aussieht. Aber hier hinten macht das Konzert jetzt wenigstens auch Spaß. Es ist musikalisch nicht hochwertig, aber das hat ja auch keiner erwartet. Never happened, never in an OFX show. Our drummer Smelly, who is very, very good, never done a drum solo. He just did. Yeah, Smelly! The best drummer ever who was an ex-junkie. Everybody's getting blowjobs. That's when the finally have world peace. Das eine Lied vom Self-Titled Album. Jawohl! This song is proud of how stupid Americans are. Amen. That's the way to go, Franco. What just happened? Naked German man! Bro, what happened to you? Did you get molested by your uncle? John, our guy, said his balls are so weird. I'm thinking, why are you looking at his balls? I thought it was just weird that a dude got on top of that thing. No, everyone likes something. But now he's 12! He's got his underwear. Oh, he's wearing... I have underwear just like that, look. Germany was the first place that NoFX got popular. 1989. And you're still here! No, it's no! No! Dass das nach den anfänglichen Schwierigkeiten noch so viel Spaß machen würde. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht hier vorne war. Leute, wenn ihr im Pit seid und ständig auf die Schnauze fallt und keinerlei Körperspannung mehr habt, dann geht einfach raus. Kennt euer Limit. Das war wirklich so anstrengend am Anfang.
Also die erste Welle ist so ein Becherfriedhof. Corny würde ausflippen, wenn er das sieht. 41 Jahre Punkrock-Geschichte gehen zu Ende. Ich ziehe meinen Hut vor einer großen Karriere. Passender Abend. Bin ich froh, dass ich da war? Ja, doch. Also, es war schon geil, nachdem die erste halbe Stunde sich dann irgendwie alles zurechtgeruckelt hat und Lieder auch mal bis zu Ende durchgespielt wurden, war es schon trotzdem ein geiles Konzert. Bin ich froh, dass ich dafür nicht 90 Euro ausgegeben habe. Definitiv sehr froh. Also ich hätte mich hart geärgert, wenn ich hier Vollpreis bezahlt hätte, weil die Vorbands waren alle nicht so meins. Der NorthX-Auftritt, wenn man ehrlich ist, war jetzt nicht der beste Auftritt ever. Ich bin aber schon froh, dass ich nochmal dabei sein konnte, wenn eine Ära zu Ende geht, weil das ist es halt nun mal, wenn eine Band so lange im Geschäft ist. Aber ja, es war auf jeden Fall nicht das Konzert des Jahres. Alles in allem ziemlich geil. Alter ey, 8000 Leute waren einfach da. Das muss man sich mal geben. Das ist schon... krass, das war's aus Hannover. Alter, das hier ist gerade übelst noch Feuerwerk. Ich werde mich jetzt die kommende Woche mal ordentlich auskurieren. Damit ich wenigstens eine Chance habe, den Juni zu überleben. Weil der wird auf jeden Fall ziemlich krass. Danke, dass ihr dabei wart. Nicht vergessen, dem Video ein Like zu geben. Kommentiert mal unten eure liebste NorthX-Erinnerung. Wo es nächstes Wochenende hingeht, ist noch nicht ganz sicher. Entweder zum Festung Rockt in Kronach oder dem Fuego a la Isla in Chemnitz. Am besten einfach Pit Report abonnieren, um geilen Content aus der Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wir sehen uns im Pit.